hier sein darf und begrüße auch nochmal alle zusammen. Ein Cultural Strategist, genau, das ist tatsächlich noch ein sehr junges Berufsfeld in Deutschland. Hätte ich, glaube ich, vor einem Jahr auch noch nicht gedacht, dass ich diesen Titel mal haben werde, den ich mir tatsächlich selbst geschaffen habe und mich ein bisschen bei unseren Freunden, Innovatoren und Kollegen im Silicon Valley inspirieren lassen habe. Und zwar, das, was mein Beruf ausmacht, ist im Endeffekt, Räume sowohl psychisch als auch physisch zu schaffen, um Innovationskultur zu entwickeln. Also was muss heute in Organisationen, in Agenturen, in Konzernen eigentlich passieren, damit wir innovativ arbeiten können, dass die große Transformation, von der wir alle sprechen, einfach möglich ist überhaupt. Also eigentlich etwas weg von dem, was die Kollegen gerade oder was Sie auch gesagt haben, von der Technologie hin zum Transfer. Also was bedeutet das eigentlich für uns in Organisationen? Genau, und wenn Sie mich fragen, ob es den Job in 10 Jahren noch gibt, dann glaube ich da sehr, sehr stark dran, dass es den noch gibt, weil ich ganz fest daran glaube, dass es Menschen geben werden muss, die eben genau diesen Transfer schaffen. Da würde ich die Frage auch ein bisschen anders nochmal an Herrn Dr. Allgäuer stellen. Wie würden Sie denn sagen, wie sich dieser ganze Roboterjournalismus und die ganze Automatisierung auf die Fernsehbranche auswirkt? Also haben Sie dann konkrete Ansatzpunkte, was da Veränderungspotenziale möglich sind? Also ich glaube, es ist ein kleiner Vorteil, den wir haben, dass bei uns in aller Regel ein Gesicht beim Journalismus dabei ist. Sprich, man liest ja nicht nur einen Text, sondern man sieht dazu ein Gesicht. Und das macht die Sache für einen Roboter natürlich etwas komplizierter. Sprich, das gibt uns wahrscheinlich 5 Jahre Vorteil, bis wir auch irgendwann virtuelle Gesichter haben, die vollkommen nicht mehr unterscheidbar von einem normalen menschlichen Gesicht sind. Ich höre mich jetzt irgendwie doppelt. Kriegen wir das weg? Das Echo? Ja, danke. Und ich glaube, am Ende wird aber die Entwicklung bei uns genauso Einzug halten, und das tut sie ja letzten Endes auch schon. Machen wir uns zum Beispiel mal nichts vor, das Fernsehprogramm linear, wie wir es im Großen und Ganzen kennen, ist eins, das muss ich so konsumieren, wie es mir vorgesetzt wird. Sprich, ich schalte ein und da läuft dann irgendwas. Das Fernsehprogramm, wie es heute bereits längst von weiten Teilen der Bevölkerung gesehen wird, heißt nicht, ich schalte ein und sehe, was mir vorgesetzt wird, sondern ich sehe, was mir angeboten wird. Und das, was mir angeboten wird, ist dann oft schon ein teilindividualisierter Prozess. Sprich, mir wird gesagt, heute kommt eine neue Folge deiner Serie, willst du vorher die Nachrichten sehen, dieser Film könnte dir gefallen, weil das System schon so ein bisschen lernt, mich einzuschätzen und mich zu beurteilen. Herr Alkan, Sie haben jetzt gleich 2 potenzielle Kunden auf der Bühne sitzen. Was würden Sie diesen Kunden sagen, was tatsächlich für Angebote Sie ihnen liefern können, speziell vielleicht auf diese Teilbereiche TV bzw. Werbeagentur? Also wo könnte man sowas einsetzen tatsächlich? Also spannend ist, dass, wir haben es eingangs ganz kurz besprochen, es tatsächlich eine große Agentur aus Hamburg gibt, die so ein System jetzt beschafft hat, um Basketballnachrichten zu publizieren. Die Grenze zwischen Agenturen und Verlagen verschwimmt. Der eine fischt in den Geschäftsmodellen des anderen, experimentiert, schaut sich an, wie verhält sich das. Verlage werden stärker zu Content-Marketern, und genau im Gegenzug gibt es eben diese andere Bewegung. Ich glaube, dass das für Agenturen noch nicht das Ende ist. Wir werden noch, wenn man das Ganze dann verknüpft mit E-Commerce-Ansätzen, mit Affiliate-Modellen, die vielleicht betrieben werden, mit nachrichtlichen Inhalten, aber auch mit dem Kuratieren von nachrichtlichen Inhalten, dass diese Branchen immer stärker verschmelzen werden. Und das wird, glaube ich, bei den Agenturen ganz relativ schnell passieren, weil Google ja auch diese Aufgabe von Agenturen an vielen Stellen zum Beispiel schon übernommen hat. Und dadurch verschmelzen dann auch die Berufsgruppen. Das heißt, klassisch PR studiert, ne, wir haben kurz darüber gesprochen, wenn ich das höre, ich habe ganz klassisch PR studiert, so ein junger Student, der sich bei uns bewirbt, ich könnte mich kugeln vor Lachen. Also, weil das gibt es nicht mehr. Es gibt diesen Job, klassische PR, klassische Werbung, klassischer Grafikdesigner, das gibt es nicht mehr, das verschmilzt immer stärker. Im Gegenteil, ich muss sogar wahrscheinlich bereit sein, meinen Job noch 3-4 Mal anzupassen, bevor ich in Rente gehe und nicht die nächsten 20 Jahre da so zu sitzen. Darf ich das Ganze mal einen Schritt zurückführen? Warum beschäftigen wir uns jetzt überhaupt mit diesem Thema? Es muss ja einen Grund haben, dass wir über Roboterjournalismus sprechen, beziehungsweise dass es überhaupt da ist. Ich glaube, es gibt 2
nämlich dasselbe Thema von den beiden Seiten betrachtet. Zum einen, es spart Geld. Sprich, ich kann vermeintlich 10 Journalisten oder 10 Redakteure ausstellen oder muss sie nicht mehr einstellen, weil das alles ein Programm kann, das hier von ihnen gebaut wird. Das ist die kurzfristige Denke. Die langfristige ist, ich glaube, dass das Output, dass das Produkt-Output besser wird, weil es den potenziellen Kunden besser anspricht. Und ich glaube, das ist die viel entscheidendere Seite und das ist auch die, die sowohl das Thema Berufsweg und Berufsbild als auch das Thema Produkt viel stärker beeinflussen wird. Wir machen uns ja immer vor als Menschen, dass wir sehr individuell sind. Und vermeintlich bin ich das auch. Wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich mich selber und das ist alles, was da ist. Und ich halte mich für den Wichtigsten auf der Welt, weil das bin ich für mich. Und alle meine Entscheidungen sind gefühlt, kommen da irgendwo heraus. In Wirklichkeit stelle ich dann fest, es gibt ja ganz viele wie mich, weil ganz viele Menschen kaufen die gleichen Produkte, fahren in die gleiche Urlaubsregion, wollen dasselbe Auto fahren oder finden dieselben Schauspieler und Medienprodukte toll. Und das Entscheidende hier wird sein, die Tatsache, dass es so wahnsinnig standardisierte Wege zum Glück gibt, sprich, dass wir alle so vorhersehbar und so durchschnittlich sind, besser zu clustern und besser zu bedienen. Und das wird uns das Gefühl geben, dass das alles sehr viel besser war als früher, weil wir vermeintlich sehr viel individualisierter Medien und alles andere konsumieren werden. Aber ich würde da gerne doch ein bisschen mehr Butter bei die Fische geben und Frau Stolz fragen, ganz konkret in Zahlen ausgedrückt oder ganz konkret verglichen, Serviceplan heute, Serviceplan vielleicht in 10 Jahren, wie viel Prozent der Stellen werden sich da ändern? Wie verändert sich vielleicht auch das Berufsbild in Agenturen? Also kann man da das auch ganz konkret festmachen, wie sehr sich da die Berufsbilder in Agenturen noch verändern werden? Also ich glaube, grundsätzlich wird sich auch bei uns natürlich sehr, sehr viel verändern. Ich bin sehr vorsichtig mit Prognosen, die irgendwie über die nächsten 2 Jahre hinausgehen, weil wir uns in so einer schnelllebigen Gesellschaft und auch was Entwicklungen angeht befinden, dass es, glaube ich, sehr, sehr mutig wäre, jetzt in 10 Jahren zu denken. 2 Dinge. Ich glaube, zum einen, um darauf zurückzukommen, was Herr Alkan gesagt hat, natürlich ist so ein Programm für uns auch interessant. Es spart am Ende des Tages Ressourcen, es ist effizient, es spart uns Zeit und Geld einfach. Ich glaube, die Frage, die wir uns als Agenturen und auch als Dienstleister oft stellen müssen und auch viel mehr stellen sollten, ist einfach, wo macht welche Technologie Sinn? Also wirklich die Sinnfrage und wo macht es auch für welche Kunden Sinn? Das ist so der Klassiker, vor 5 bis 10 Jahren war der QR-Code. Auf einmal kamen alle und wollten einen QR-Code, jetzt wollen alle VR. Ich glaube, es ist ein schmaler Grat zwischen Experimentieren und da bin ich ein ganz, ganz großer Fan von, ausprobieren und dann, was macht wirklich an welcher Stelle Sinn einzusetzen. Und zu dem zweiten Punkt, den Berufsbildern. Ich glaube, wir kennen 50% der Berufsbilder noch nicht, die es in den nächsten 10 Jahren geben wird. Und ich finde das großartig. Ich finde, das ist, ich bin da sehr zuversichtlich, was die neuen Berufsbilder angeht. Also auch für junge Leute einfach. Man hat einfach noch eine viel größere Chance, sich selber zu verwirklichen und auch sich zu entwickeln. Vielleicht eine Frage, die ganz sicherlich einige hier im Publikum bewegen wird. Und zwar die Frage, wie kann ich eigentlich Roboterjournalist werden? Das heißt, an Herrn Alkan die Frage, was muss ein Student eigentlich mitbringen oder welchen akademischen Ausbildungsweg muss er eigentlich einschlagen, um bei Ihnen anzufangen? Wir trainieren an der Makromedia-Akademie in Hamburg, an der Uni Potsdam und jetzt ganz aktuell heute Abend an der HDM in Stuttgart tatsächlich HTML3, das ist der Code, in dem ich solche Engines entwickeln kann und programmieren kann. Das heißt, wir versuchen die Angebote wirklich in die Hochschulen zu bringen, versuchen die Hochschulen dazu zu bewegen, sich für das Thema zu öffnen, weil ich im Gegenteil zu den beiden Vorrednern nicht der Meinung bin, dass wir weniger Jobs brauchen, sondern das, was wir heute im Journalismus sehen, diese wahnsinnige Kostenreduktion, den Abbau von Redakteuren, der Mantelteil, den die Matzak-Gruppe oder die Funke-Gruppe jetzt im Kölner Stadtanzeiger für 200 Euro die Seite liefert, das hat nichts mit der Automatisierung zu tun, die wir bauen, sondern das hat einfach damit zu tun, dass den deutschen Verlagen mit Verlaub der Arsch auf Grundeis geht und sie nochmal gucken, wo sie ein paar Euro einsparen können. Die Modelle, die wir entwickeln, gehen davon aus, dass wir in den Redaktionen eher einige Stellen aufbauen werden, die als zentrale Einheit solche Robotersysteme bauen werden.
und eben auch neue Geschäftsmodelle für die Verlage erschließen. Wir haben jetzt einen Verlag beispielsweise aus Rheinhessen und dem Rheingau, die dort alle Winzer zusammengeführt haben auf einer Plattform. Man hat den Bezug, man hat im Vertrieb die Sonderbeilagen jahrzehntelang stumpf produziert für diese Weinproduzenten und blöd, wie man es immer macht, mit denselben Lesebildern der Weinlese präsentiert und kommt jetzt auf die großartige Idee, eben in anderen Geschäftsfeldern mal zu schauen, was möglich ist, und macht einen E-Commerce-Shop für Rheingau und Rheinhessen-Wein in chinesischer Sprache, um den Wein nach China zu exportieren. Zu Gewinnmargen, die weit weg sind von dem normalen Affiliate-Geschäft, sondern wo ich sagen würde, als Verlegerfamilie, als Inhaberfamilie eines Zeitungsverlages wieder auf zu alten Höhen, 19% Umsatzrendite sind möglich. Ja, und dafür werden Stellen aufgebaut. Also ich sehe nicht, dass es dafür weniger braucht. Im Gegenteil, wir wollen auch unbedingt wieder sehen, was ich noch aus meiner Jugend kenne, großartige Journalisten, die den Wahlkampf, die kennt keine Sau mehr hier drin, ihr seid alle zu jung, Jimmy Carter, schon mal gehört, da stieg ein Kronzucker bei Jimmy Carter aus dem Wahlkampfbus und ist wochenlang mit diesem Wahlkampfbus mitgefahren und hat wirklich selbst als Marke, in einer zweiten Marke, nämlich dem Weltspiegel als Medienmarke, selbst als journalistische Marke gearbeitet, vernünftig recherchiert in der Tiefe. Und wer die aktuellen Umfragen kennt, der sieht, dass wenn man Journalisten befragt, was sie am meisten stört, dass sie zu wenig Zeit haben zum Recherchieren und zum Schreiben, sondern dass sie unter Druck noch eine Seite produzieren müssen, noch einen Inhalt produzieren müssen und noch eine schnelle Geschichte, quick and dirty, raushauen auf gut Deutsch, ohne jeglichen Qualitätsanspruch, weil der Druck viel zu groß ist. Und das Schöne an der Automatisierung ist immer, die Qualität bleibt gleich. Wer schon mal einen VW Golf gekauft hat, der weiß das, 50 Millionen Kotflügel sind immer gleich. Und das ist deswegen, weil es da die Maschine gibt, die den ganzen Tag Kotflügel herstellt, nach genau einem Muster, nach einem technischen Design, mit einem guten zugeführten Stahl. Den braucht es, das wäre bei uns die Daten. Am Ende wird das Ding gepresst, lackiert und kommt in der richtigen Farbe aufs richtige Auto. Vielleicht auch die Frage nochmal weitergegeben an Herrn Dr. Allgäuer. Sind denn jetzt aus Ihrer Sicht mittel- bis langfristig Jobs gefährdet? Oder ist es eher, wie Herr Dr. Allgäuer gesagt hat, tatsächlich so, dass mehr Jobs möglicherweise sogar hinzukommen in der Branche? Würden Sie da die Entwicklung sehen? Nächsten Jahr? Ich gebe Herrn Altmann da vollkommen recht. Ich glaube, es wird einen Haufen neue Jobs geben, einen Haufen neue Berufsbilder. Und ich würde mir da keine Sorgen machen. Was ich glaube, was sich stark ändern wird, ich sage es mal so, es wird weniger kreativ im klassischen journalistischen Sinne und es wird technischer sein. Es wird generell alles datengetriebener sein. Der Journalist, den hier ja schon keiner mehr kennt, den es vor 20 Jahren gab, der dann irgendwann mal mit einem Autorenvertrag ausgerüstet wurde und gar keinen Zwang mehr hatte, was zu produzieren, sondern wochenlang für den Spiegel eine Geschichte recherchieren und schreiben konnte oder halt auch nicht schrieb, den gibt es heute schon nicht mehr. Und den Journalisten, den wir heute so kennen, der irgendwo Ressortleiter und dies und jenes ist, den wird es morgen nicht mehr geben. Aber es gibt mit Sicherheit mehr Bedarf an beruflichen Tätigkeiten in der Medienbranche und es wird auch sehr viel mehr Vielfalt geben. Vielleicht die Frage noch ein bisschen gedreht an Frau Stolz. Glauben Sie eigentlich, dass ein neuronales Netz oder eine KI in Zukunft auch mal einen Werbeclip erschaffen kann? Das heißt, wo sind aus Ihrer Sicht die kreativen Grenzen auch einer solchen Entwicklung und was ist möglich und wo hört diese Entwicklung auch auf aus Ihrer Sicht? Also ich glaube schon, dass wir an den Punkt kommen können, wo auch KI einen Werbeclip, und ich glaube, das gibt es auch sogar schon, dass Werbeclips schon geschaffen werden. Für mich immer wieder die Frage davor, also es gibt ja, wenn mich Leute fragen, was für Jobs wird es in Zukunft geben, dann sage ich, es wird zwei Gruppen geben von Berufsfeldern. Die einen, die den Robotern sagen, was sie zu tun haben, und die anderen, die von den Robotern sich sagen lassen, was sie machen sollen. Und dann frage ich immer, wer möchtet ihr sein? Und daraus erschließt sich ganz oft auch, in welche Richtung wir gehen können oder sollten. Also an die Basis, an die Frage, was machen wir mit all der Technologie, wohin wollen wir, also wie füttern wir letzten Endes auch einen Roboter oder einen Computer, genau. Dann würde ich gerne noch ein bisschen auf die gesellschaftlichen Entwicklungen eingehen, das heißt, was bedeutet es nicht nur für den Arbeitsmarkt, sondern auch für uns als Gesellschaft, und vielleicht da die Frage an Herrn Alkan, was passiert eigentlich mit unserer Wahrnehmung, wenn plötzlich alle zu Journalisten werden? Sie haben ja gesagt, es ist kein großes Ding, so ein Ding zu trainieren. Das heißt, plötzlich können ganz viele Menschen ganz, ganz viele Texte produzieren. Haben wir dann so eine Art Text-Overload? Das heißt, ist dann irgendwie das große Geheimnis auch dann aus diesen Texten herauszufinden überhaupt, woher die Quelle stammt?
Also wie schätzen Sie die Entwicklung ein? Also jeder kann so ein System trainieren, das stimmt. Nicht jeder, der so ein System trainiert, ist Journalist. Also wir sehen zum Beispiel Rechtsanwälte, die Schriftsätze automatisieren können. Wir sehen Ärzte, die in 16 Sprachen Diagnose und Anamnesen beispielsweise, die sie aufgenommen haben, als Bericht schreiben können. Übrigens in 3 Versionen, für den sterbenden Patienten mit warmen Worten, für die Angehörigen, die tatsächlichen Informationen verschleiern, und in der 3. Version für die Krankenversicherung, damit sie die teure Behandlung bezahlt. Das kommt alles aus einem System. Ich glaube nicht, dass das System alleine dafür sorgt, dass jeder von uns jetzt morgen Journalist wird. Im Prinzip haben wir es ja schon, also mit der Blog-Technologie, mit Anbietern wie Medium oder wie mit großen Blog-Systemen, die wirklich frei verfügbar im Netz herumschwirren, kann jeder morgen früh anfangen, seinen Blog hochzuziehen und sein Thema zu publizieren. Das sehen wir ja oft genug, Islandreisende, deren Blog plötzlich durch die Decke geht. Ich glaube, dass sowas schon längst passiert und dass dafür die Roboter-Systeme letztlich nicht notwendig werden. Ob das zu einer Demokratisierung führt, beispielsweise im Journalismus und in der Medienwelt, da bin ich, glaube ich, nicht der richtige Ansprechpartner. Ich bin kein Politikwissenschaftler, der sich damit auseinandersetzt. An der Stelle bin ich dann doch der Softwareentwickler, der sagt, ich habe ein Werkzeug gebaut, macht was draus und versucht nicht, andere damit umzubringen. Das wäre schon ganz schön, das passiert immer wieder mit Technologie, dass sie einfach missbraucht wird. Das ist klar, aber ich glaube, dass die Möglichkeiten, die wir gerade geben, jetzt per se nicht dafür geschaffen sind, dass jeder morgen früh sozusagen eine Zeitung wird. Abgesehen davon, dass Herr Altan ja oder seine Kollegen längst schon die Lösung erarbeitet hat, weil ja ganz viele Texte, die produziert werden, auch wieder nur von Robotern gelesen und ausgewertet werden, um zu lernen, was wohl interessant ist und was die Menschen bewegt, ist ein anderer Punkt, der ja auch schon anklang hier, dass vor allem, wenn man es mit 10, 20 Jahren vorher in Bezug setzt, wir wirklich alle Journalisten geworden sind, in Anführungszeichen, im Sinne dessen, dass wir vermeintliche Nachrichten aufnehmen und aufbereiten und weiter publizieren. Also wenn 1,5 Milliarden Menschen auf Facebook unterwegs sind, auch wenn vielleicht nur die Hälfte davon wirklich aus Fleisch und Blut ist, das ist ein Effekt, der ja sehr viel stärker ist als jedes Medium. Ich empfehle da immer nur den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf anzuschauen. Die Rolle, die Zeitungen da spielen, ist wesentlich kleiner geworden als die sozialen Medien spielen. Und in den sozialen Medien agieren einfach ganz viele Grassroots-Journalisten. Insofern haben wir das längst hinter uns. Aber ich glaube, wirklich ein entscheidender Punkt ist, was von Robotern geschrieben wird, wird in demselben Maße dann auch von Robotern gelesen und wieder weiterverarbeitet. Aber ich würde die Frage auch nochmal gerne an Frau Stolz richten. Brauchen wir da vielleicht neue gesellschaftliche Mechanismen, um damit umgehen zu können? Das heißt, müssen wir anders über Textgenerierung nachdenken, über Textproduktion? Und vielleicht auch noch als angehängte Frage, wie schätzen Sie das persönlich ein? Denn wenn wir die Gruppe jetzt oder die Runde hier anschauen, gibt es eigentlich keinen, der das jetzt richtig negativ bis jetzt beleuchtet hat. Wie schätzen Sie persönlich diese Entwicklung ein? Haben Sie da auch Szenarien, die Ihnen da vielleicht Angst machen am Ende der Entwicklung? Also ich glaube, jeder Trend erwirkt einen Gegentrend. Und das ist zum einen ganz wichtig zu beobachten. Genauso wie jetzt wir uns alle mit viel Technologie beschäftigen, ist es eine wahnsinnige Informationsflut, die uns alle überkommt. Und der ganz große Bereich wie Achtsamkeit und mal wieder eine Pause machen, ist ja gerade auch ganz groß geworden. Und für mich ist immer ganz wichtig, in dem Moment zu sehen, genau in dem Moment, wo wir mal wieder anhalten, können wir lernen. Und das ist das, wo, glaube ich, Arbeit auch neu sich definieren muss oder wo sich Organisationsformen auch verändern sollten, eine neue Lernkultur zu schaffen. Denn wir sprechen ja so oft von der digitalen Disruption oder digitalen Transformation. Für mich ist es eine High-Speed-Transformation. Also da geht es gar nicht um das Digitale, sondern um die Schnelligkeit. Und deswegen ist für mich zum Beispiel wichtig, dass wir den Begriff Lernen einfach neu definieren und dass es nicht wie vor 20 Jahren ein Volkshochschulkurs einmal im Jahr ist, sondern dass wir kontinuierlich in unsere Arbeitsweisen einfach Lernen etablieren und dass wir so auch und das auch einfach im Lernen, gerade wenn man in einem Job anfängt, man nur so anschlussfähig bleiben kann auch. Und natürlich sehe ich das immer auch mit beiden Augen, logischerweise. Also wir kennen alle Cyberkriminalität und. Die Kette ist da ganz lang. Und ich glaube, dass genau an diesen Punkten wir auch, und das habe ich jetzt schon mehrfach heute auch gesagt, uns immer ganz stark auch damit beschäftigen, was macht das mit uns? Also was macht das mit uns persönlich? Was macht das mit unseren Familien? Was macht das
mit unserem Arbeitsumfeld, wenn wir uns auf diese Technologien einlassen. Und genau, ja. Ich würde die Frage aber auch gerne nochmal weitergeben, Herr Alkan. Haben Sie dann ein Szenario im Kopf oder für sich selbst, wo Sie sagen, nee, das könnte auch in eine falsche Richtung gehen, diese Entwicklung. Wir haben da vielleicht ein gesellschaftliches Problem dahinter auch, das uns in den nächsten 10, 20 Jahren auf die Füße fallen könnte? Ja, ich glaube, was wir vergessen, ist, dass die Menschen den Umgang mit ihren eigenen Daten immer noch nicht ernst nehmen. Also für mich spielt dieser ganze Komplex Datenjournalismus, datengetriebener Journalismus, datengetriebener E-Commerce. Sie hatten ja vorhin auch zwei, drei Beispiele genannt. Google sagt Ihnen, wenn der letzte Zug fährt. Ich werde ehrlich gesagt nicht so richtig begeistert. Bei mir hat Google auch keinen Zugriff darauf. Diese Grenzen zu kennen, was passiert mit meinen Daten, wie gehe ich damit um, ist der erste große Lernprozess. Wenn ich manchmal meinen Sohn und meine Frau sehe, wie die mit ihrem Handy umgehen und wie die mit ihrem Rechner umgehen, dann frage ich mich, warum sie das tun und warum sie so unbedarft sind. Ich habe wirklich relativ viel zugemacht, versuche auch in sozialen Netzen schon mal gar nichts zu teilen, was ich nicht teilen will. Da fängt ja das Grundproblem schon an. In dieser Gelassenheit, alles irgendwie rauszugeben, was man gerade tut, wo man steckt, wo man hinfahren will. Das kann man gerne tun. Das mache ich auch, wenn ich auf Kongressen bin, erzähle ich jedem Zweiten, der es hören will und nicht hören will, auf Facebook, auf Xing und auf Twitter. Da wird quasi zugespammt in diesem Kongress heute. Fakt ist aber auch, wenn ich mit meiner Frau abends essen gehe, muss ich das nicht jedem erzählen, weil damit fange ich was ganz anderes an. Und sie werden auch keinen Bezug zu meiner Frau und zu meinem Sohn finden im Netz, wo sie irgendwo Namen oder Adressen rausfinden werden, wo wir privat wohnen, wo mein Sohn lebt. Jetzt ist er alt genug, jetzt muss ich mir nicht mehr die ganz großen Sorgen machen. Aber ja, eben überhaupt, oder jetzt erst recht, ja. Genau, kann sein, das stimmt natürlich, wenn er jetzt von der Polizei nachts heimgebracht wird. Aber die Sorge natürlich, dass dem Kind irgendwas passiert, fängt schon damit an, dass ich einfach poste, wir fahren jetzt alle in Urlaub und mein Haus ist die nächsten 3 Wochen alleine. Ja, also ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, was mache ich mit meinen Daten, damit dann eben da auch kein Unfug damit getrieben wird. Brauchen wir da vielleicht auch ein neues Datenverständnis oder auch vielleicht eine andere Art und Weise mit Daten im Nachhinein umzugehen, dass man da vielleicht auch eine gesellschaftliche Debatte einfach auch braucht, weil wenn alles da ist und alles gespeichert wurde und alles mit entsprechender Software wieder auffindbar ist, kann es ja durchaus sein, dass das eine oder andere oder die eine oder andere Jugendsünde auch einem auf die Füße fällt, sag ich mal. Und können wir da vielleicht oder brauchen wir da einen neuen Konsens gesellschaftlich für diese Daten oder für den Umgang mit Daten dann auch entsprechend? Also in den Medienberufen ganz bestimmt. Also der Umgang mit den eigenen Daten ist ja genau so ein Datenverständnis. Und dann aber auch in den Medien selber, also wenn ich dann in den Beruf eintrete, genau dieser Umgang mit Daten. Was kann ich denn mit Daten tatsächlich alles anfangen? Also jetzt, um Inhalte zu produzieren beispielsweise. Und dieses Datenverständnis, das fängt für mich in der Schule an, wirklich schon in der Grundschule, also wie gehen wir mit digitalen Medien um, und endet für mich eigentlich erst im Studium oder mit der Abschlussarbeit im Studium, was kann ich mit Daten tun? Das ist im Augenblick, glaube ich, noch unglaublich unterbelichtet in Deutschland. Was halt spürbar ist, ist, wir sind, insofern hat, sie ist ja auch gerade da, die Bundeskanzlerin mit dem Neulandbegriff eben doch recht gehabt, es ist alles noch Neuland für uns. In der Vorbereitung habe ich mit einem Kollegen darüber gesprochen, die letzte bedeutende Entwicklung im Fernsehen, vor jetzt alles kam in den letzten paar Jahren, war die Einführung des Farbfernsehens 1967. Dann kam erstmal jahrzehntelang gar nichts. Und dann kam Flachbildschirm, HD, Ultra HD, 3D und was auch immer und VR und AR und jetzt so. Aber wir haben es plötzlich mit so einer ganz, wie heißt dann so schön neudeutsch, disruptiven Entwicklung zu tun. Wir können damit nicht umgehen und wir können auch nicht mit dem Produkt umgehen, das uns serviert wird, das wir uns ja zum großen Teil selber servieren. Ich finde das beste Beispiel, darüber habe ich vorhin mit einem Kollegen gesprochen, sind die jetzt in diesen Tagen überall auftauchenden Clowns. Das ist eine Geschichte, die von A bis Z von den Medien gemacht wurde, die wir jetzt konsumieren, vor der wir Angst haben und die sich dadurch immer weiter beschleunigt. Irgendwann ist mal Schluss. Machen sich ein Vermerk im Kalender in einem Jahr, Clown? Sie werden sehen, es war irgendwann keine Geschichte mehr. Irgendwann sind sie alle wieder verschwunden, die Clowns. Aber momentan gibt es nichts Spannenderes. Dankeschön. Letzte ganz kurze abschließende Runde. Ich würde gerne von Frau Scholz wissen, in 20 Jahren gibt es da Serviceplan noch? Stellen Sie Fragen. Ja, natürlich gibt es da noch Serviceplan.
Ich glaube, wir gehen auch in einen ganz großen Transformationsprozess, müssen wir, wie alle Agenturen auch. Ich glaube, das Wort Werbeagentur wird es nicht mehr geben. Genau, ja. Herr Dr. Allgäuer, gibt es Sky noch in 20 Jahren? Ja, glaube ich schon. Aber eben nicht, es gibt Fernsehen nicht mehr so, wie wir es heute kennen. Glotze an der Wand, Programm. Sondern das Produkt wird ganz anders konsumiert werden. Wahrscheinlich gibt es nicht mal mehr einen Fernseher oder ein Handy, mit dem man sich Bewegtbildinhalte ansieht, so wie wir es heute machen, sondern wir werden anders aufnehmen. Aber die Player, wenn sie sich schnell genug wandeln, das hoffe ich bei Sky sehr, so als Innovationsführer im ganzen Bereich, die wird es noch geben. Auch Herr Dr. Alkan, AX, Semantics wird es noch geben in 20 Jahren, oder? Ja, wir sind viel zu jung, um in 20 Jahren schon tot zu sein. Bis dahin 100 Millionen schwer und, nein, keine Ahnung, ich glaube, dass wir in 20 Jahren nicht mehr das machen werden, was wir heute machen. Wir werden ganz viel mit Bewegtbild arbeiten bis zu dem Zeitpunkt. Wir werden hoffentlich 42 Sprachen sprechen in unserem System und dann gibt es uns natürlich noch. Dann ganz herzlichen Dank an die Runde, ganz herzlichen Dank an die Zuschauer und ja, ich freue mich, dass Sie teilgenommen haben. Dankeschön.